Grüßt euch und herzlich willkommen bei meinem Ultimate Aussie und Pack Opening Woche Teil Nummer 3. Es ist Samstag. Wochenende. Als allererstes wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes, unterhaltsames Wochenende. Viel Spaß mit Feiern, mit irgendwelchen sonstigen Beschäftigungen. Ich gehe dann erstmal zu meinem Großvater. Bisschen was essen, der hat 70. Geburtstag. Yummy, yummy, das muss sein. Doch davor wird natürlich hier noch was aufgenommen. Das ist ganz klar. Wir gucken uns jetzt hier erstmal Leeds FC an und ja, wir sehen uns jetzt gleich bei der Live-Reaktion. Wir haben hier 10 Packs, viel Spaß. So, und jetzt mal gucken, was wir hier drin haben. Na, gucken wir mal. 10 Free Packs und erstes Chiellini und das fängt gut an. 86er Bewertung, das fängt gut an. Juan Franc, Vermaelen, ja, ja. Und trotzdem können wir sie nicht verkaufen. Yay! Ja, ist ganz in Ordnung. Chiellini ist ein guter Anfang. Da wollen wir natürlich hoffen, dass das so weitergeht. Vielleicht kriegt man dann doch den ein oder anderen Spieler nicht in den Free Packs, denn wir ziehen ja dann noch die Fünfer. Also 15 Packs jetzt heute hier. Und da gucken wir mal ins zweite Pack. Was haben wir hier drin? Oh Gott, Pablo Hernandez, ja. Kaka, ja, ein ganz guter zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Und 4000 Münzen, die nehmen wir natürlich mit, außer. Oh Gott, ich dachte schon. Weil dort stand ablegen 0, dass wir die nicht gekriegt hätten. Aber die 4000 Münzen nehmen wir gerne, gerne mit. Und hoffen natürlich, dass wir, ja, dass das so weitergeht. Noch 8 Packs hier verbleiben, dann noch 5. Es läuft doch dann auch wie ein Länderspiel. Ne? So, machen wir mal das dritte Pack auf. Eins nach dem anderen. Das geht ja Schlag auf Schlag. Und Sterling Villa ist hier der Beste. Also nicht wirklich das wahre 3 Trikots oder Wappen. Das ist natürlich wirklich schwach. Aber ich denke, das kann nur besser werden. Und wir reden oder quatschen gar nicht lange. Zack, jetzt geht's gleich weiter mit dem vierten Pack. Eins hintereinander wird hier aufgemacht. Das Problem ist einfach, man kann sich hier eigentlich auch nicht wirklich freuen über diese Packs. Wie vor uns bei Neymar, da habe ich auch gedacht, was haben wir hier? Quagliarella, Mertens und sonst. Frechheit Paris. Free Pack, das nehmen wir gerne mit. Weil man kann das eben nicht verkaufen. Und wie vor uns, wo ich Aguero und Neymar gezogen habe, da habe ich mir... Ja, da war immer wieder im Hintergedanke, du kannst die nicht verkaufen. Und deswegen, ja, keine Ahnung. So richtig freuen kann man sich dann ja wirklich nicht. Man, toll, man hat's, wär's auf dem Hauptaccount, super, ja. Was haben wir hier? Haitinga, bitte, ist das... Ach, das war ja... Ja, okay, da bin ich aus Versehen auf das Freischaltbauch anscheinend gekommen. Aber können wir gleich alles zum Verein hinzufügen. Ja, genau, hab ich gar nicht drauf geachtet. Total im Redewahn. Ja, ja. Mal gucken, was EA jetzt in den nächsten Tagen noch so für Special Packs bringt. Mal schauen. Rakitic haben wir hier. Montero. Und sonst, ja, zweimal Teamfitness ist ganz cool. PSG-Wappen. Besser als Bayern auf jeden Fall. Oh, ich bin gespannt. Heute Abend war ja Champions League. Und ich muss sagen, hey, Dortmund ist weiter. Ja, trotz Niederlage. Klasse. Und ich bin gespannt auf die Auslösung. Ramirez, wieder einer, der relativ gutes Geld macht eigentlich. Also ich denke so 5 bis 6k wären es auf jeden Fall. Armero ist jetzt bei West Ham als Linksverteidiger. Richtig schnell, ja, kann man nicht schnell sagen. Wieder ein Freischaltpaus Free Pack. Das Set lösen wir garantiert ein. Und ja, wie gesagt, ich bin richtig gespannt auf die Gegner, die jetzt so kommen. Und jetzt machen wir erstmal das Free Pack nochmal auf. Vielleicht können wir da was Gutes rausholen. Irgendwas, wo wir sagen, hey, läuft. Ach Gott, oh Gott. Da ziehen wir hier. Der sieht aus wie Snape. Professor Snape ziehen wir hier. Ja. Ist wieder zurück vorne in Toten. Da ist er wieder da. Aber das Pack war nichts. Jetzt sind es noch insgesamt 9 Packs, die wir öffnen können. Ja, ja, das geht hier Schlag auf Schlag. Ich habe auch jetzt... nicht so den Elan hier ein bisschen zu warten. Nein, jetzt wird ein Pack nach anderen aufgemacht. Milito auch nichts wert. Aber von der Bewertung, ja, Busufa, 5-Sterne-Skiller, Jordi Alba, Viviano, viele Teamfitnesskarten, 3 Stück. Das war eigentlich ein relativ gutes Pack. Bringt jetzt zwar nicht so viele Münzen, hätte man das verkauft, aber ey, ist es schon in Ordnung. Noch 3 von den Special Packs und dann geht's um die Wurst. Dann kommt es drauf an, dann brauchen wir was Gutes in den Packs, was wir zu baren Geld machen können. Und wir gucken mal, es ist Joaquin. 4 Spieler, alle über 80. Aga, Gomi, Sakko. Das ist auch wieder ein richtig gutes Pack, ja, mit Verträgen.
ZM zu ZOM. Und muss sagen, ja, das geht schon, aber wir fügen das erstmal alles in den Verein hinzu. Wenn irgendjemand an euch Interesse an den verschiedenen Accounts hat, soll sich bitte melden. Ihr seht ja, was für Spiele jetzt hier rauskommen, weil ich möchte die Accounts dann auch loswerden. Weil gut, ich könnte jetzt immer wieder mich einloggen für Tagesgeschenke etc. Auch bei FIFA 15, was haben wir hier? Auch nichts Gutes. Kolarov vielleicht noch, Ralf. Hört mir auf. Also kein gutes Pack hier. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt mir eine persönliche Nachricht. Ich bin da immer gerne offen für Nachrichten. Ich lese gerne Nachrichten von Abonnenten, habe da auch Spaß mit denen zu kommunizieren. Ich schreibe auch immer zurück, also da braucht ihr euch keine Angst haben. Letzte Free Pack, da haben wir hier Sandro, Joel, Boradu und ein Doppelt, ne? Ja, okay, den können wir abstoßen. Da kriegt man sage und schreibe 0 Münzen, yay! Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt wird's spannend. Erstes 5000er Pack, 5000 Münzen, zack. Hauen wir in die Tasten. Und dann wollen wir natürlich hoffen, dass hier was richtig Gutes rauskommt. Ne? Denn wir brauchen mal wieder was Gutes. Nach Aguero, Neymar, Dani Alves kommt jetzt. De Micheles. Ja, Pizarro. Da haben wir die Halbklatze Schlautraff. Ronny in den Freistoß. Ja, Schützen von der Hertha. Da haben wir hier noch ein paar Verträge, Mannschaftsfitness, Mittelstürmer zu Stürmer. Ja, im Allgemeinen, es geht. Bringt jetzt nicht viel Gewinn ein. Aber die 5000 Münzen, die kann man auf jeden Fall rausholen. Wie gesagt, also bei den Packs kann man eigentlich kaum Verlust machen. Schon beim Abstoßen kriegt man knapp 3500. Und da werden wir jetzt erstmal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Ne? Schauen wir mal, und es ist... Marco Reus, jawohl, 85er Bewertung. Jawohl! Auf genau das habe ich gehofft. Das sind knapp 60.000 Münzen, glaube ich, die wir hier aus 5K rausholen. Weltklasse. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Marco Reus. Überragend. 91 Tempos, 86 Dribbling, 80 passende, 86 Schuss. Also Weltklasse. Dieser Typ, endlich hat es funktioniert. Huiuiui, nach Dani Alves, Aguero, Neymar, Vidal, den ich zweimal gezogen habe, kommt nun Marco Reus. Und das restliche Pack ist einfach nur schwach. Sarko haben wir hier noch doppelt, yay. Aber hey, Weltklasse. Finde ich gut. Und ja, Sarko haben wir hier, den stoßen wir, denke ich mal, dann gleich direkt ab. Aber, oi. Oder? Na los. Ja, keine Ahnung, was wir mit dem jetzt hier machen. Mal schauen. Aber hey, Marco Reus, los. Stellen wir einfach mal drauf. Vielleicht geht Saku doch weg. Aber Marco Reus, Mensch, Jungs. Es läuft. Da haben wir natürlich wieder richtig viel Profit gemacht hier. Da ist das Pack-Opening ja schon wieder glanzvoll. Ja, oder hat was Glanzvolles mit sich gebracht, ne? Das muss man schon sagen. Jetzt gucken wir mal rein, wen wir drin haben. Nächstes Pack und. Oh Gott, Sau. Rubinho haben wir hier noch. Rondon. Danilo. Ja, es geht. Adrian. Die sind alle nichts wert, klar, aber. Ja, wir haben Reus gezogen, das reicht mir. Das reicht mir völlig. Liverpool-Trikot. Mag ich jetzt persönlich nicht so. Aber, naja. Wir können ja erstmal alles dem Verein hinzufügen und dann weiterreden. Ja. Den werde ich dann gleich verkaufen, Reus. Und ja, was ich noch mir vorgestellt habe, 30 Sekunden müssten auf jeden Fall jetzt schon oben sein. FIFA DIN wird versucht, heute weiter zu schneiden. Und dann soll es Samstag, Sonntag, Montag so um die Drehe. Jetzt haben wir hier Kiesling und Gips drin, auch nicht so das Wahre. Auf jeden Fall so um die Drehe soll dann die neue FIFA DIN Serie hochgeladen werden. Und glaubt mir, die hat es in sich. Die hat es wirklich in sich. Und da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Hier nochmal Sterling als Doppelt, ne? Fügen wir alles zum Verein hinzu. Aber die hat es wirklich in sich. Und ich freue mich hoffentlich, dass sie wieder hochkommt. Also das ist, glaube ich, jetzt meine favorisierte Serie mittlerweile. Und wenn ihr da natürlich Ideen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist ja kein Problem. Und jetzt werden wir hier das nächste Pack öffnen. 5K. Come on. Und der Ball dreht sich. Und wir hoffen einfach auf was Gutes. Und es ist Kehl. Ah, wenigstens ein Dortmunder Jung. Ja? Ein Dortmunder Jung. Da haben wir noch Julio Batista, Denisov, Nesit,
Spielerverträge, Spielerverträge über Spielerverträge und dann AC Mailand noch, ne? Fügen wir alles den Vereinen zu. Und das war's dann sozusagen schon wieder von einem kleinen Pack-Opening der Pack-Opening-Woche. Es war ein schöner Samstag, muss man sagen. Ist ja jetzt, kommt sozusagen am Samstag hoch. Ist da was Gutes? Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren. Hoffentlich schaffen wir 25 Likes. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Ultimate Aussie. Macht's gut.